Ich grüße Hansa Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker. Hallo, ich begrüße Sie auch. Herr Bernecker, steigen wir erstmal ganz allgemein ein. Angst ist im Leben ja eine massive Bremse oder oft eine massive Bremse. Und davon gab es ja gerade in den letzten Monaten doch reichlich. Umso spannender ist die Frage, was passiert mit einer Gesellschaft, was passiert mit einer Wirtschaft, was passiert mit der Börse, wenn sich diese Bremswirkung der Angst einmal lockert und tatsächlich auch die Hoffnung dagegen stellt. Was ist dann in einem solchen Marktumfeld möglich? Dann geht es so weiter, wie es vorgegangen ist. Das ist wie eine Krankheit. Die haben wir nun mal 8 oder 9 Monate, wie Sie wollen. Diese Krankheit hat 2 Phasen, die erste Phase und die zweite Phase, in der wir jetzt noch stecken. Die werden wir in den nächsten 4, 8 Wochen, wie Sie wollen, überwinden. Und dann sind wir wieder beim Normalfall. Immerhin, die Sachverständigen drehen schon bei. Und bei Ihnen ist das Ganze nur noch 5,1% minus im Jahr. Am Ende werden es 4,7 oder 4,9 sein. Und das ist genau die Gesundung einer normalen, freien Wirtschaft, so wie sie in der globalen Konstitution seit über 40 Jahren oder 35 Jahren nun mal in die Welt, rund um die Welt herrscht. Mhm. Ideal. Sehr einfach nachvollziehbar. Okay. Für mich stellt sich ein Stück weit die Frage, inwieweit sich hier ein Nachfragepotenzial aufgestaut hat, das sich dann zunächst einmal besonders kraftvoll entlädt. Also haben wir einfach nur die Rückkehr zum Normalzustand oder haben wir zunächst einmal die Rückkehr von der Schwäche hin zunächst mal einer besonderen Stärke? Ich kann das überhaupt nicht verstehen, die Diskussionen um die Schwierigkeiten, die es angeblich gab. Ich habe es gerade erklärt, es ist wie eine Krankheit. Und der Gesundheitsprozess oder Gesundungsprozess verläuft ja in der Regel nicht ganz so glatt. Manchmal gibt es kleine Rückschläge. Also wir sagen jetzt den Lockdown, nennen wir es jetzt nochmal, oder die zweite Welle. Diese wird also, wie gesagt, in ein paar Wochen erledigt sein. In Deutschland war bei den anderen ein bisschen später. Spätestens im nächsten Jahr sind wir wieder auf dem alten Größenordnungen des Wachstums. Unterschiedlich je nach Jahr natürlich, das ist richtig. Die Chinesen sind die schnellsten mit rund 6%. Die Amerikaner werden vielleicht 3% schaffen. Wir werden 2,5% schaffen, nur als Beispiel in Europa. Und damit ist die Sache spätestens 2021 Ende oder 2022 erledigt. Bevor wir weiter in die Materie einsteigen und auf andere Themen schauen, vielleicht nochmal eine Timing-Frage. Wer in einem so schwankungsfreudigen Marktumfeld immer nur mit der Marktmeinung mitschwimmt, läuft ja Gefahr, chronisch daneben zu liegen, chronisch unglücklich im Timing zu agieren. Jetzt haben wir gerade eine deutliche Stärke im DAX gehabt. Wie sollte der Anleger damit umgehen? Jetzt einfach hinterher springen oder sollte er erstmal auf einen kleinen Rücksetzer warten? Also grüner wird's nicht mehr. Das habe ich heute geschrieben im Abi Daily. Wir haben klare Verhältnisse geschaffen. Ja, ich habe gesagt, natürlich, der Wahltermin war ein schwieriges Datum und der nochmalige Lockdown vor etwa 8 Tagen waren natürlich eben diese genannten Rückschläge. Die haben dann eine Wirkung von 3 oder 4 Tagen, mag sein. Heute stehen wir in den nächsten Tagen stehen wir kurz vor einem neuen Hoch im DAX. Das müsste also eine Überspringung der Marke 13.800. sein. Die Amerikaner haben es schon teilweise vorgemacht. Damit geht das Ganze wunderbar in Ordnung. Spätestens in 4 Wochen haben wir das Ganze technisch bewältigt. Dass die Deutschen immer ängstlich sind, das muss ich nicht wiederholen. Die lieben nun mal das Risiko und die Vorsicht, aber sie vergessen dabei die Chancen. Mhm. Wir haben es ganz einfach. Die Verlierer, die Corona-Verlierer, die Größten, werden die größten Gewinner sein. Und die größten Gewinner in der Corona-Krise werden die nächsten Verlierer sein. Also das kann ein 6-Jähriger verstehen. So einfach ist das. Meine Damen und Herren, bevor gleich noch ein weiteres Themenfeld angeleuchtet wird, ein organisatorischer Hinweis an dieser Stelle für Ihren Terminkalender. Denn das nächste Bernecker-Webinar steht vor der Tür am 26. November 2020. Das ist ein Donnerstag. Ab 18 Uhr soll es wieder soweit sein. Als Referent steht uns diesmal Bernhard M. Klinzing zur Verfügung. Und es geht um das Themenfeld ETFs. Es geht um den stetigen Vermögensaufbau mit ETFs. Merken Sie sich diesen Termin bitte gerne frühzeitig schon mal in Ihrem Terminkalender vor.
Kommen wir zurück zu der Impfstoffhoffnung und schauen dabei auf den großen Hoffnungsträger, nämlich BioNTech. Die Aktie ist ja noch nicht so lange an der Börse und bei der Schwankungsstärke auch vielleicht nicht für jedermann geeignet oder für jedermanns Depot geeignet. Aber die Charttechnik sieht denkbar reizvoll aus. Rechtfertigt die Story und auch das Potenzial, hier unabhängig von irgendwelchen kleinkarierten Bewertungsberechnungen tatsächlich immer noch dabei zu sein. Gehört die Aktie in das spekulative Depot aus Ihrer Sicht? Natürlich, da fährt man mit. Das ist eine Zeiterscheinung. Beide, CureVac und wir, BioNTech, sind nun mal, Gott sei Dank, sogar deutsche Firmen, die mitten im Impfstoffbusiness stecken. Keiner kann sagen, was da rauskommt. Das sind Geschäfte für die nächsten Jahre, nicht für die nächsten Monate. Wenn Sie also tatsächlich die Ersten oder unter den Ersten sein werden, vielleicht mit Pfizer zusammen, dann ist das natürlich in einer Erwartungsprämie, die jetzt da drin steckt. Aber die Börse lebt davon. Also ich bin von Anfang an dabei gewesen und habe das Glück gehabt, dass ich gesagt habe, also ich als Aktienbörse, das Glück gehabt, dass es jetzt bestätigt ist. Und bei jeder technischen Schwäche, die es natürlich gibt, das hängt von den Tagesnachrichten ab, spielt man mit. Das gehört zur Börse heute. Das kann ich immer nur wiederholen. In beiden Fällen ist man dabei. Genauso wie man bei Tesla dabei war. Ich muss das jetzt nicht wiederholen und demnächst bei anderen kreativen Unternehmen, klein wie groß, wenn es um die Wasserstofftechnik geht, das wird ebenfalls ein Thema werden, oder Brennstoffzelle etc.